Das haben wir ja alle gesehen, dass er nach unten gefallen ist. Ah, da haben wir noch einen Schlangenproblem. Ich komme nicht weiter, ich bringe ihn nicht zum Laufen. Ja, kein Wunder, wenn die Zahnräder hier irgendwie, ja, ziemlich mitgenommen aussehen. Die Zahnräder müssen kaputt gegangen sein, als Gustav den Aufzug benutzt hat. Tolle Feststellung. Nee. Ach, da wird die letzte Kachel. Es muss doch eine Möglichkeit geben, an die Blüten zu kommen, ohne die Ranken und ihre Stacheln zu berühren. Ja, benutzt doch unseren Freund. So, jetzt fehlt uns auch nur noch eine essbare Blume. Okay. Oh, da ist ja die Riesenschlange. Der Anblick dieser Riesenschlange macht mich ganz schön nervös. Ich glaube, das Gefühl beruft sich auf Gegenseitigkeit. Deswegen komme ich nicht zu nahe. Toll. Okay, setzen wir erstmal die Kacheln ein. Ach du Scheiße. Durch Tippen und Ziehen kannst du die einzelnen Rechtecke bewegen. Senkrechte Rechtecke lassen sich nur nach oben und unten verschieben. Waagerechte Rechtecke nur seitlich. Quadrate können in jede Richtung bewegt werden. Indem du die Vierecke von den Ecken in die Mitte bewegst, setzt du das Gesicht der Schlange zusammen. Ach du Scheiße. Das hört sich ein bisschen kompliziert an. Das ist wieder so ein Schieberätsel, ernsthaft. Och, nee. Ach Gott, dann ist das immer so ein Riesenteil. Mal gucken, ob ich das schaffe. Na okay, bis jetzt sieht's gut aus. Ja okay, ich habe nichts gesagt. War doch einfach. Gott sei Dank. Feuerlöscher. Okay. Wo brauche ich den denn jetzt? Hier bei der Schlange oder wie? Tatsache. Läuft. Ja, dann hau mal direkt wieder ab. Ich habe die Schlange verscheucht. Sehr schön. Oh Gott, was gibt's denn hier? Fest verschraubt. Toll. Und da fehlt bestimmt eine Sicherung oder eine Batterie. Hier scheint etwas hineinzugehören, das die Maschine antreibt. Ja, mit Sicherheit. Sonst würde die Maschine ja schon längst laufen, ne? Da ist noch mehr Moos an der Wand, aber die Maschine ist zu schwer, um sie wegzuschieben. Benutze den Wanderstock. Ganz einfach. Du sollst die Maschine nicht umkippen, sondern nur ein bisschen verschieben. Ich ruiniere mir die Fingernägel, wenn wir das Moos hier mit bloßen Händen abkratzen. Warum kannst du nicht unseren Krabbenfreund benutzen? Ja, okay, dann benutzt halt das Metalllineal. Okay. Gut, das haben wir auch schon mal erledigt. Oh, Stangenhaut. Okay. Motor. Es hat sich in diesem rostigen Zahnrad verkeilt. Toll. Mit den Zahnrädern könnte ich den Seilzug reparieren, aber sie sind an diesem alten Motor festgerostet. Toll. Nimm die Nachricht. Die ist von Richard. Es geht um eine Art Rostentferner. Das könnte nützlich sein. Okay.
Da brauche ich bestimmt unseren Kappenfreund wieder. Jawohl. Ah ja, da haben wir jetzt alle drei essbare Blumen jetzt gefunden. Das ist schön. Okay, dann geben wir erstmal unserem Vogelfreund erstmal das Futter. Ignis Serpentis. Feuerschlange, reich Animalia, Stamm, Kodatiere, Klasse, Schlangen. Notiz, bösartige Schlangenspezies, die Feuer speien kann und durch ihren bloßen Anblick Furcht einflößt. Cornodiadema, gehörnter Baumpapagei, reich Animalia, Stamm, Kodatiere, Klasse, Vögel. Notiz, wilder Vogel, der angelockt durch das richtige Futter zahm wird. Citronfructus, Zitrusfrüchte, reich Plantae, Klasse, Bedecktsamer, Gattung, Odicotyledonen. Notiz, saure Früchte, ähnlich der Zitrone auf der Erde, können in Kombination mit anderen Inhaltsstoffen zum Entfernen von Rost verwendet werden. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Na okay, dann füttern wir erstmal hier den Papagei. Ja, guten Appetit. Du hast ja einen guten Hunger. Nein, ich komme nicht daran. Es ist zu weit oben. Dann benutze den Stock. Ah ja, wieder ein Rätsel. Wähle zwei Früchte aus, um sie auf den Waagschalen zu vertauschen. Die Früchte haben unterschiedliche Gewichte. Du hast das Minispiel erfolgreich abgeschlossen, wenn du die Früchte so auf den Waagschalen verteilt hast, dass sie alle das gleiche Gewicht haben. Ach Gott. Okay. Ja, ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Schaltet hier nicht. Okay, also das stimmt schon mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, das stimmt noch nicht so ganz. Aber jetzt. Oh. Das war ja gut. Und das war's. Ja, das war angenehm, das Rätsel. Ah ja, und wir erhalten einen Rostentferner. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wissen wir auch schon, wohin damit. Nämlich hier. Feststeckendes Abzeichen. Aquarius Logo. Ach, das kennen wir doch. Die Stadt kennen wir doch. Ich muss die Dinger entfernen, damit sich die Zahnräder wieder bewegen. Ja, aber wie? Da brauchen wir bestimmt Schraubenschlüssel. Wo brauchen wir denn jetzt das Logo? Hier nicht. Karte, hilf mir mal. Da? Ach ja, hier was Rundes und so. Ja, da war ja was. Schraubenschlüssel-Set. Yay. Sehr gut. Jetzt können wir die doch bestimmt benutzen, oder? Ja. Sehr gut. Und da haben wir drei Zahnräder. Und so viele brauchen wir auch. Alles klar. Also jetzt ist nur noch am Linsensystem noch was zu erledigen. Okay. Natürlich ist er schon längst abgehauen, der Gustav. Oh. Hier sieht es aber auch toll aus. In der Höhle. Eine Drehscheibe. Okay. Unter der Kiste ist etwas, das wir gebrauchen können. Aber leider ist sie zu schwer, um sie anzuheben. Benutze den Stock. Nee, geht leider nicht. Das Vorhängeschloss hält die Ketten zusammen. Unser Krabbenfreund kann dann nichts machen, ne? Nee, schade. Wäre uns zu schön gewesen. Sonst geht es hier zum Zeltlager und da auch. Lol. Ich gehe erstmal den unteren Weg. Was kann ich denn hier machen? Eine Decke.
die wir einfach zur Seite schieben. Und darunter ist ein Zylinder. 2 von 5. Okay. Alles klar. Lavafrucht. Hui. Au, die Lavafrucht ist aber verdammt heiß. Können wir sie irgendwie kühlen? Mit Sicherheit. Es hat keinen Sinn, die Asche mit den Händen aufzusammeln. Eieiei. Ein Schraubenzieher. Die Verschlüsse klemmen. Ich muss sie aufstemmen. Ja, und wie? So auf jeden Fall nicht. Nee. Okay. Ja, dann können wir da erstmal nichts machen. Gehen wir mal den... ach so, das war das jetzt, okay. Leuchtende gelbe Augen starren mich aus dem dunklen Tunnel an. Richtig unheimlich. Ja, finde ich auch ein bisschen unheimlich. Oder... nee, da brauchen wir was anderes. Ach so, wir können einfach den Hebel mitnehmen. Okay. Gut zu wissen. Ne, da brauchen wir ja noch 2 weitere Scheiben. Toll. Ne, da ist nur das Buch. Und ich denke mal, hier haben wir wohl alles. Ja. Wo darf ich denn jetzt was machen, Karte? Sag es mir mal bitte. Ah ja, in der Höhle. Habe ich mir schon fast gedacht. Haben wir hier den Hebel? Nee. Hä, wo soll ich denn hier was machen? Ach so. Ach, hier gibt es 2 verschiedene Wege. Sag das doch. Oh Mann. Tank. Da ist noch eine weitere Drehscheibe. Ein Rohrstück fehlt, was du nicht sagst. Das sehen wir doch. Okay. Draco Spiritus. Atem des Drachen. Reich Plantei. Klasse Bedecktsamer. Gattung Eudicotyledonen. Notiz. Wärme erzeugende Frucht, die extrem heiß werden kann. Muss vor Gebrauch abgekühlt werden. Ja, ein Lagerraum. Oh Gott, das sieht wie ein Rätsel aus. Da ist nicht ein Tropfen drin. Vielleicht stimmt etwas mit dem Tank nicht. Ja, wenn da ein Rohrstück fehlt, dann kein Wunder. Zur Klippe, okay. Ellie? Ellie! Thank goodness you're safe, Ellie! Ha! It's good to see you! I'd want to go over there, but the bridge is out, thanks to a friend of ours. Hey, there's a crane over there. Looks like it could be useful. There's a crane over there. Looks like it could be useful. Na, wir sind fast wieder vereint. Ian und die gute Ellie. Okay.